Mein anderer Sohn wurde jetzt Reichsgode. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Als meisterhafter Philosoph. Was uns ja nicht daran... Jawoll! Du bist geflohen? Nice try. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Das ist ja nicht so gut gelaufen, dass der gestorben ist. Das tut mir ja jetzt leid. Das Gute ist ja, dass ich das Kind jetzt aus dem Kerker entlassen kann. Ja, da läuft noch ein Krieg, aber ein irrelevanter Krieg. Also das kann uns eigentlich egal sein. Wollt ihr mich verarschen? Ich war zwei Sekunden aus dem Krieg raus und der Dude ist mir entkommen. Wollt ihr mich verarschen? Zwei Sekunden. Literally zwei Sekunden. Ich war noch nicht so weit. Ich habe gerade fucking 10 Jahre Krieg geführt. Ah, dieses Spiel. Diese ganzen Pop-ups, die niemand will. Titel aberkennen. Weiß gar nicht. Ich kann ihm England nicht aberkennen. Und das nimmt er nicht an. Und dann wird er wieder, dann führt er nochmal Krieg gegen mich. Weil ich das mache. Und ich kann mir den Krieg nicht leisten. Wenn man beim Einspenden das Abschließen vergisst, ja. Das ist einfach Pain. Ein anderes Problem, das ich gerade hier sehe, ist, dass mir der jetzt zu schnell in die Arme rennt. Und ich hier gleich gewiped werde. Weil der zu schnell war. Ich habe halt gedacht, ich heb hier nebenbei meine Armee aus. Und er war mit seiner Armee zu schnell dran. Und da kommt jetzt die andere Armee noch drauf. Und ich kann nicht so schnell ausheben, wie er sie vernichtet. Ach, ist das ätzend. Ach, ist das ätzend. Super. Und jetzt stehen hier 31 Mann. Das ist absolut Weltklasse. Wirklich. Also. Das läuft alles so gut gerade. Ich könnte gerade einfach feiern. Und jetzt darf ich hier gegen irgendeinen Bauernpöbel nochmal kämpfen. Dankeschön an Klaus für die 17 Monate. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Ich beschwere mich ja nicht, ne? Also. Tapfere Männer. Die 34 sollten vielleicht auf die anderen warten. Ich finde das zwar sehr nobel, dass die so tapfer sind, aber sie müssen da jetzt trotzdem nicht 34 gegen 2200 in die Schlacht laufen. Also sie dürfen gerne warten. Das ist gut. Vergiss es. Hallo Wüstenwind. Ich kann die professionelle Armee nicht verkleinern. Dann kann ich mein Reich nicht halten. Verschuldet sein ist immer noch die bessere Variante.
Und die Alternative ist, zugrunde gehen. Und ich brauche diese riesige Armee, egal wie teuer sie ist, um gegen die Katholiken klarzukommen. Ja, ich helfe dir gleich. Gib mir eine Sekunde. Die 75 nehmen wir auf jeden Fall. Ach, das ist mein Neffe. Guck mal, mit dem haben wir auch ein Bündnis. Das ist der kleine Genie. Und dann haben wir hier auch noch... Oh, wir haben ein paar Gefangene gerade. Wir haben ein paar Gefangene gerade. Müssen wir gleich gucken. Den würde ich gerne rekrutieren. Och, der will gar nicht. Dann wirst du hingerichtet. Rekrutieren und bekehren. Du bleibst bei mir im Gefängnis. Krieg ich für dich Geld? Nein. Bekehrung und rekrutieren. Ach, wer ist das denn? Wer ist das denn? Ein Konkubinenkind von König vom England. Bekehrung verlangen und... Sowas von... Na, wobei. Wir können die auch einfach bei uns auf dem Hof lassen. Da sind ein paar so Kinder mit bei, die gar nicht so schlecht sind. Und wenn wir die da alle bekehren, dann ist das gar nicht so eine schlechte Geschichte für uns. Ja, das machen wir mit einer Zeit ein bisschen... Das wird schon... Das wird schon. Dann ist das so. Dann wird es ein paar rausgeballert. Jawohl. Alter, meine finanzielle Situation ist ein riesiges Problem. So, genau, das ist meine Tochter. Das ist meine Tochter, die in Wilzenland sitzt. Und ich würde ja gerne der noch mehr Gebiete geben, aber ich kann noch keine Kriege führen, weil ich hardcore verschuldet bin. Da ist meine andere Tochter. Mit wem hat die sich verlobt? Hat die sich einfach eigenständig verlobt? Mit wem denn? Mit Arnfast Ilnason. Wer zum Fick ist das denn? Der ist 13. Ja... Gut, wenn du meinst. Ach, und meine Enkelin ist auch schon 12. Meine Enkelin ist auch schon 12. Das ist ja auch krass. Und dann verheiraten wir sie auf jeden Fall mit dem hier. Sven Edlason, aber der ist fromm, also demütig. Ich weiß nicht, ob ich den demütigen Sohn für die haben möchte. Aber der hat gute Stats, also der hat wirklich gute Stats. Und wenn ich sie direkt mit meinem Sohn verheirate, der hat halt hier 3 Perks. Die halten da alle nicht mit, außer Maurice, aber der ist inzüchtig. Ja, wir nehmen Sven. Matrilinear, dann haben wir das auch erledigt. Dann bleibt das auch in der Familie. Das ist gut. Geil. So, was ist jetzt eigentlich mit dem? Ach, dessen Verlobte habe ich ja getötet, damit ich ihn neu verheiraten kann. Damit ich dann drauf gekommen bin, dass ich nichts hatte, um ihn neu zu verheiraten. Das war natürlich nicht so klug. Und ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Aber hier haben wir noch jemanden, den wir potenziell loswerden können. Wen versuche ich da eigentlich gerade zu ermorden? Ach, den. Stimmt. Da war ja was.
Den versuchen wir zu ermorden. Da könnten wir auch eine von unseren Frauen reinsetzen. Da in der dritten Generation Erbschaft, wie auch immer das hier alles geplant ist gerade. Und die wollen hier auch noch Hilfe von mir. Gott, ich kann mir das einfach nicht leisten gerade. Aber wenn ich nicht helfe, dann sind die auch angepisst auf mich, glaube ich. Ist eigentlich etwas Besonderes zum neuen Crusader Kings 3 DLC geplant? Zum Beispiel ein Ränkespiel. Maurice und ich wollen einen gemeinsamen Crusader Kings 3 Run starten wieder. Das ist tatsächlich geplant. Das ist tatsächlich geplant. Aber jetzt auch tatsächlich komplett unabhängig von dem neuen DLC. Ein meisterhafter Philosoph. Du wärst ein neuer guter Reichsgode. So, und mein anderer Sohn wird damit entlassen. Aber du hast mir gut gedient. Und lass doch Prinzessin Edla vielleicht was geben. Vielleicht einen Titel. Wo ist denn das? Wo ist denn die Grafschaft von Düt? Ist das die Grafschaft von Düt? Aber eigentlich will ich ja auch gerade gar nichts geben. Eigentlich mag ich das, dass ich diese ganzen Enkelkinder zur Verfügung habe, um mit denen Dinge machen zu können. Eigentlich will ich die gar nicht woanders hinschicken. Kann ich mich mit dem anfreunden? Ja, dann freunde ich mich einfach mal mit meinem Sohn an. Das passt doch eigentlich auch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. So. Mein anderer Sohn wurde jetzt Reichsgode. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Als meisterhafter Philosoph. Was uns ja nicht daran hindert, unseren Nachbarn zu ermorden. Du bist geflohen? Nice try. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Das ist ja nicht so gut gelaufen, dass der gestorben ist. Das tut mir ja jetzt leid. Das Gute ist ja, dass ich das Kind jetzt aus dem Kerker entlassen kann. Weil jetzt gibt es halt für mich keinen Grund mehr, ihn einzusperren. Ich würde jetzt die Bekehrung verlangen und die Ansprüche abschwören, um seine Erbschaftslinie für immer zu beenden. Und dafür wird das Kind aber freigelassen. Gibt ja keinen Grund, den dann eingesperrt zu lassen. Ich bin ja nicht grausam. Ach, guck mal, da ist noch ein zweites Kind. Aber der hat keine Ansprüche mehr, weil sein Vater gestorben ist, bevor er auf die Welt kam. Und damit habe ich mich erfolgreich gerecht an dem Dude, der gegen mich Krieg geführt hat. Ich habe ihn getötet und ich habe dafür gesorgt, dass seine Söhne nichts erben werden und nicht mehr erbberechtigt sind. Ich habe einfach seine Linie ausgelöscht. So schön. Oh, und ich kann ihn zu einem Schildburschen machen. Lol. Das ist ja süß. Guckt mal, er ist jetzt ein Schildbursche. Gut, dass du nicht grausam bist. Hä, ich hab doch die Kinder rausgelassen. Also das eine. Ich hab's doch nicht getötet. Ich hab doch nichts getan. Aber das mit den Schildburschen ändert sich ja auch alles wieder ein bisschen, weil wir arbeiten ja gerade daran, dass die Kriegsführung wieder weiblicher Natur wird. Aber das wird ja schon. Ich schulde euch 50 Subs. Ich kann es nicht glauben. Und dieses Mal ist es auf der anderen Seite runtergefallen.
Diesmal ist es die andere Seite, die runtergefallen ist. Nicht die, die ich frisch geklebt habe. Ich... Ich verstehe nicht, warum es nicht hält. Ich habe einfach direkt daneben, habe ich wirklich das exakt gleiche Ding hängen. Das exakt gleiche. Und das hält und ist mit dem gleichen Klebstoff. Seit fucking 6 Monaten hängt das da. Und rechts davon, das exakt gleiche Ding auf dem gleichen Fenster, egal was ich mache, es hält nicht. Es ist insane. Ich habe es nur eben aufgerollt, bevor das mit Falten hier die ganze Zeit liegt. Oh, ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe es nicht. Ich kann... Was soll ich sagen? Es fuckt mich nur noch ab. Ich habe das Ding jetzt 4-mal aufgehangen und es läuft nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ja, ich kann es nicht. Ich darf es nicht anschrauben. Das wäre die leichteste Lösung. Aber ich darf nicht. Ich kann das nur, theoretisch gesehen, nur an den Fenstern. Die sind halt super scheiße da. Und ich darf halt die... Ich bin eine Mietwohnung. Ich darf halt die Fensterdings nicht beschädigen. Dankeschön, Insane Psych, für die 18 Monate. Danke schön. Das ist sehr nett. Nee, also diese ganzen Klemmhalterungen und so weiter funktionieren auch nicht, weil meine Wände das nicht aushalten. Hallo Kampfengel. Also ich habe schon geguckt. Ich habe halt leider in dem Zimmer extrem schlechte, es ist halt Altbau, ich habe Strohdecken. Das heißt, ich krieg's auch nicht an die Wand geklebt oder an die Wand geschraubt, weil die Wand das Gewicht nicht hält von den Rollo. Also da kommt mir die Wand entgegen. Und ich kann es halt auch nicht einklemmen. Weil das Klemmen, also quasi von in dem Fensterbereich, drückt mir die Wand ein, weil die Wand es nicht aushält. Dübeln hilft bei solchen Wänden auch nicht mehr. Also ich dübel für mein Leben gerne. Ich habe auch mit Spreiz dübeln, das bringt dir bei sowas nichts. Ich weiß, Leute wollen das nicht verstehen. Und Leute werden mir noch 30 Mal sagen, doch, Spreizbügel. Nein, das ist ein Altbau mit fucking Strohdecken. Ich hatte Handwerker da, die versucht haben, Deckenlampen zu montieren und meine Decke schafft nicht mal das Gewicht von der Lampe. Auch nicht mit Spreizdübeln. Das ist nicht bei der Wand. Also wir haben hier wirklich auf nichts, haben wir nichts montiert. Das kannst du vergessen, da funktionieren auch Spreizdübeln nicht mehr. Ich habe im Gang habe ich mit Spreizdübeln gearbeitet.
das hat funktioniert. Also das ging und das war okay so. Aber genau in diesem Zimmer, in dem ich jetzt bin, sind die Wände eine komplette Katastrophe. Also wirklich eine komplette Katastrophe. Hier in diesem Zimmer geht mit Wänden gar nichts. Es ist absolutely pain. Es ist einfach scheiße. Und die leichteste Variante wäre halt einfach zu sagen, man klemmt es ins Fenster, aber man kann das obere Fenster nicht öffnen. Weil das ist eine Altbauwohnung und das sind zwei Fenster. Es ist ein großes unteres Fenster zum Öffnen und es ist ein oberes Fenster, das du nicht öffnen kannst. Das ist nur so eine Glasfront und du kannst es nicht einspannen, weil du kannst das Fenster nicht öffnen. Das ist super scheiße einfach. Es ist einfach richtig, richtig wack. Ich brauche einen Sichtschutz und was zum Abdunkeln, Koro. Könntest du nicht einen Ständer hängen? Meine Fenster gehen bis auf 4,5 Meter Höhe. Give me a Ständer, der 4,5 Meter Höhe schafft. Ja, ist ja auch einfach stupid. Also, es geht ja eigentlich damit. Ich habe mir doch genau dafür, habe ich mir Kleberollo geholt. Und die halten ja. Das ist ja nicht die einzige Rollo, die ich in dieser Wohnung habe. Es ist die einzige Rollo, die nicht hält. Ich habe in dem Zimmer zwei Fenster. Links habe ich eine Rollo, die seit fucking 7 Monaten hängt und hält. Und rechts habe ich eine Rollo, die vor 2 Wochen begonnen hat, mich abzufacken und ich in diesen 2 Wochen jetzt 4-mal neu aufgehangen habe. Ich habe sogar die Rollo ausgetauscht und die ganzen Klebe komplett ausgetauscht und es hält nicht und ich verstehe es nicht, weil einfach direkt daneben ein anderes Fenster ist und dort hält es. Mit der gleichen Rollo, mit weniger Klebstoff. Seit 7 Monaten. Und rechts davon nicht. Es ist einfach nur beschissen. Hallo Dozer. Und Dankeschön, Tarek, für die 10 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Das Fenster wagt dich einfach nicht, ja, offensichtlich. Offensichtlich. Ich habe schon besseren Kleber geholt. Schon 2-mal. Untergrund anrauen könnte ich noch machen. Entfettet habe ich schon. Untergrund anrauen, das wäre vielleicht noch etwas, was ich ausprobieren könnte. Mache ich heute am Stream. Bringt nichts. Kann ich ja jetzt eh nichts ändern. Scheint die Sonne auf dem Fenster mehr drauf? Nee, eigentlich nicht. Also da ist kein Unterschied. Ui, mein Enkel wurde zu einem zähen Soldat. Der ist gar nicht so schlecht geworden. Dann müsste ich den eigentlich auch. Ich kann den nicht zu einem Schildmeiden dingsen, weil der. Weiß ich gar nicht warum. Weil der nicht mehr bei mir ist. Ich weiß gar nicht warum. Meine Frau hatte schon wieder Schwindsucht. Wie oft hat die denn Schwindsucht? Wie oft? Alter, wie garstig ich aussehe, wie wunderschön meine Frau ist und wie völlig zerstört ich aussehe. Das ist auch nicht ganz gesund. Und Holmfried ist, also die ist gestorben, leider. Ich frage mich halt, ob ich... Kann ich den Dude auch einfach als Hofarzt einstellen? Ja. Dann ist der jetzt auch gleichzeitig mein Hofarzt geworden. Ich wollte ihm noch eine Frau suchen. Stimmt. Ich wollte dem noch eine Frau suchen.
Wir haben neue Hofverein, Hofdingsterbumsters. Das interessiert mich alles nicht. Jetzt habe ich einen Hofnarr. Das ist auch schön. Ach, die ist Herrscherin geworden. Weil da wer gestorben ist. Cool. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das passiert ist, tatsächlich. Aber das finde ich ganz gut. Damit müsste mein Rat ja jetzt stückchenweise auch von immer mehr Frauen regiert werden. Ja. Das werden auch immer mehr Frauen gerade. Stückchenweise. Der Dude ist immer noch da und mag mich immer noch nicht. Aber so stückchenweise kommen jetzt die Frauen hoch. Das wird bei den Königen spannend. Die Könige sind halt immer noch altasatruisch. Die wollen halt nicht, die wollen die neue Religion nicht annehmen. Was ich verstehen kann, weil sich ihre ganze Thronfolge und alles dann ändert. Aber der hat nicht mal eine Tochter, die dann erbt. Das ist halt auch scary. Das ist halt auch richtig scary. Und der will das immer noch nicht annehmen. Aber der hat es jetzt angenommen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Der Haupterbe hat es auch schon angenommen. Das ist auch schon sehr, sehr cool. Wie ist denn jetzt die religiöse Verteilung eigentlich? Das ist alles katholisch. Also das war alles katholisch. Das war alles altasatruisch. Wir haben noch nicht so viel neues Asatru. Also eigentlich dürfen wir uns da gar nicht so ausruhen gerade. Es wundert mich irgendwie wenig, dass hier alles, dass das hier so viel Ungleichheit überall herrscht und sich die ganzen Leute die ganze Zeit aufstellen. Wir haben halt Asatru noch nicht wirklich verteilt bis jetzt. Das wird 100 Jahre dauern wahrscheinlich, bis sich das alles angepasst hat. Wie lange brauchen wir hier noch? Das hat sich gefühlt auch kein Meter bewegt, seitdem wir begonnen haben. Wir sind so verschuldet. Heilige Scheiße. Wir können es uns nicht leisten, den Hof weiter hochzuziehen. So kriegen wir jetzt zumindest ein bisschen Geld. So kriegen wir zumindest ein bisschen Geld. Die ist homosexuell. Warum hat die denn dann keine Frau geheiratet? Ach, hab ich die verlobt? Wahrscheinlich. Die Ehe sieht aus, als wäre sie von mir erzwungen worden, tatsächlich. Was mich daran erinnert, ich müsste doch jetzt eigentlich... Der ist heterosexuell. Lasst mich mal gucken, ob ich wen finde, der nicht heterosexuell ist. Ich müsste doch jetzt eigentlich homosexuelle Ehen umsetzen können. Müsste ich das nicht generell jetzt machen können? Das ist ja... aber er zeigt mir trotzdem nur Frauen an. Das ist ja, das müsste ja drin sein mit dem Perk, oder? Der Perk ist ja schon drinnen. Glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Geil, wir kriegen hier noch ein bisschen Geld. Das ist auch gut. Homosexuelle Ehen gehen nur, wenn beide Partner eine Religion haben. Ja, das haben sie. Wir haben schon wieder eine Fraktion gegen uns. Hört halt auch einfach nicht auf. Aber zumindest, Finnland. Finnland. Und die ist auch altasatruisch.
nimm doch einfach meine Glaubensreform an. Es ergibt auch gar keinen Sinn. Ja, ich wollte gerade sagen, es ergibt ja auch gar keinen Sinn, dass sie es nicht annimmt. Es ergibt gar keinen Sinn, dass sie es nicht annimmt, weil sie ja mehr Rechte hat. Tatsächlich, wenn sie es annimmt. Aber der Haupterbe hat sich immer noch nicht geändert. Was daran liegt, dass Finnland, glaube ich, auch noch nicht alt, also noch nicht neu asatruisch. Ah, oder weil Titel wird nach dem Gesetz von Königreich von Finnland vererbt, weibliches Vorrecht. Warum ist dann der Haupterbe ein Dude und nicht sie? Dann verstehe ich es jetzt nicht mehr. Dann verstehe, also jetzt verstehe, ist das ein Bug? Weil jetzt war gerade die Tochter angezeigt. Braucht das länger, damit es das checkt? Vielleicht braucht das Spiel einfach länger, bis es das checkt. Wie alt werden wir eigentlich, ist die andere Frage. Wählen die Männer mit alter Religion den Sohn? Meine Affäre Stjörn Aslaksson ist verstorben. Sad. Wir haben hier überall Söhne als Erben. Kiba, es hat niemand geläutet. Kiba, alles ist gut. Der ist alt-asatruisch, aber das sollte ja egal sein. Also nur weil er alt-asatruisch ist, sollte er nicht, also ich bin so verwirrt. Müssten nicht Frauen erben jetzt? Also ich bin wirklich ein bisschen verwirrt gerade einfach an der Stelle, weil also eigentlich müsste das ja jetzt durchswitchen. Eigentlich müsste, nee, der ist alt-asatruisch in dem Fall nicht, aber eigentlich müsste sein Haupterbe, müsste eigentlich sie sein. Aber ist es nicht, sondern, ach so, ist das auch wegen der Wahl? Ist das auch wegen der Wahl? Aber da steht halt auch weibliches Vorrecht. Warum wird denn bei einer Wahl, warum werden denn dann Männer gewählt? Wenn wir ein weibliches, warum werden denn, wenn wir, hä? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Eigentlich müssten dann doch eher Frauen gewählt werden. Also, ist schon klar, dass Männer auch gewählt werden können, aber von der Logik müssten sie doch, wenn sie können, mit weiblichem Vorrecht eher Frauen wählen und als angepasst empfinden und nicht wieder Männer. Die waren schon gewählt. Ah, weil das noch nicht so lange umgesetzt ist, meint ihr, dass das deswegen einfach ein bisschen länger noch braucht. Kultur auch weibliches Vorrecht. Nur die Kriegssache ist noch nicht gleichberechtigt. Daran arbeiten wir noch. Also, und was anderes hast du ja nicht wirklich hier. Das ist ja durch die Religion definiert.
Ja, da warten wir dran, aber das braucht 30 Jahre, Feis Eater. Die 30 Jahre kann ich nicht vorspulen, leider. Hallo Tuchheber. Ein wunderschönen. Hallo, hallo, hallo. Gott, das nervt mich so mit meiner Rollo, dass sie da wieder runtergefallen ist. Das geht mir richtig auf den Sack. 50 Subs hat mich der Spaß gekostet. 50 Subs. Fucking stupid. Eine Scheiße. Wisst ihr, was ich mir jetzt verdient habe? Ich habe mir jetzt auf jeden Fall Pancakes verdient. Wegen den Scheiß-Rollo. Ich bestelle mir jetzt Pancakes. Pancakes, ja. Ich spiele das fast nur allein, Onid. So, weiter geht's. So, der ist gestorben, der ist auch gestorben. Der ist alt, also troisch. Da hat sich auch der Haupterbe geändert. Wild. Dass die alle noch immer diese alte Religion haben, ey. Wir werden wieder geplündert, aber gegen 7000 Mann wehre ich mich jetzt nicht. Wir haben genug zu tun, bis unsere Armee wieder da ist. Und wir sind immer noch verschuldet. Ich kann ja eh nichts anderes machen, eigentlich gerade außer zu warten. Der kann immer noch heiraten. Für den wollte ich noch potenziell eine Frau suchen. Das war noch eine Überlegung. Aber dem wird jetzt irgendwie auch nicht so wirklich was, also... Da ist ja jetzt auch nicht wirklich so viel Auswahl gerade. Nee, Holla vererben wir nicht, verheiraten wir nicht. Sind meine, die ganzen Kinder aus meinen Häusern alle schon verheiratet? Haben wir da noch nirgend, also... Nein! Meine Schwester ist gestorben. Ach, scheiße. Dankeschön, Maiko, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank für den Eumel. Dankeschön, Dankeschön. Ich liebe meine Schwester. Und jetzt bin ich noch verschuldeter als davor. Scheiße, Mann. Ich habe einfach so viel Geld gerade in meine Schwester gepumpt. Was soll ich machen? Aber ich kann es auch nicht machen.
Ja, jetzt bin ich wieder verschuldet, wie scheiße. Dankeschön, Haptown, für den Prime Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Dankeschön. Ich liebe meine Schwester, hat in der Familie aber eine etwas andere Aussage. Mit der hatte ich nie was. Mein Dude ist schwul. Also der liebt seine Schwester wirklich einfach nur auf schwesterlicher Sicht. Aber sie war seine persönliche Streiterin für irgendwie 40 Jahre. Ich kann nicht mehr plündern. Nee, wegen der Religion nicht mehr. Haben wir noch im Kerker was für Gold? Mm-mm. Wir haben nirgendwo nichts mehr für Gold. Und Pia war fast, hatte die Hälfte ihrer Schulden weg und hat sich dann entschieden, dass ihre Schwester unbedingt ein krasses Schiff verdient hat, wenn sie stirbt. Das ist halt, was soll ich sagen? Aber wir machen so viel Bekanntheit mittlerweile. Also unsere Dynastie ist halt, wir haben 11 Häuser. Mein teurer Großvater. Das ist aus meiner Hauptlinie, ne? Ja, die ist aus meiner Haupterbschaftslinie. Scheiße. Und jetzt muss ich verschuldet meine Armee dahin schicken. Weil die das alleine in 100 Jahren nicht schaffen wird. Scheiße. Das ist so ätzend, dass die da irgendwo hinten in der Ecke pimmelt und ich nicht an sie rankomme und die da jetzt einfach irgend so ein kleines... Weißt du, sie erbt einfach ein Kaiserreich und jetzt stirbt sie mir potenziell weg, weil, genau, warum? Weil sie irgend so eine scheiß Grafschaft behalten möchte. Ja, um dich kümmere ich mich gleich. So, ich habe irgendwen gerade eingekerkert. Und der gibt mir 200 Geld. Geil. Das ist gut. Kann man seinen Untertanen überreden, einem Geld zu schenken? Ja. Das habe ich gerade gemacht, ja. Ja, das geht. Dankeschön, Deratax, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und Dankeschön, Wotanos, für die 3 Monate. Wisst ihr, womit wir diese Woche übrigens anfangen? Wisst ihr, womit wir morgen im Stream übrigens anfangen? Habt ihr es schon mitbekommen? Pünktlichkeit. Alter, wie frech. Wie fucking frech ihr seid. Ich fange morgen mit Elden Ring an. Ich war heute auch pünktlich, by the way. Lass ich mir so nicht geben. Ah, wir sind kürzlich verschifft. Lass uns noch ein bisschen weglaufen. Oh Gott. Ui, das ist... Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Männer... Ach, der wurde in der Schlacht erschlagen. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Männer mitnehmen sollen in die Schlacht, potenziell. Das war vielleicht ein bisschen gutgläubig, da mit 1200 Mann hinzugehen. Gegen 4000... Ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr Männer mitnehmen können. Dann schicken wir vielleicht jetzt doch ein bisschen mehr dorthin. Ich habe gedacht, ich kann Geld sparen. Hat sich herausgestellt, war nicht so smart. Scheiße. Ja, tatsächlich. Tatsächlich fange ich mit Elden Ring an morgen.
Und darauf freue ich mich sehr. Darauf freue ich mich sehr. Das Spiel hatte ich jetzt auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm und bin irgendwie nie dazu gekommen, es jetzt wirklich zu spielen. Und ich bin sehr aufgeregt, dass wir jetzt endlich damit starten. Ich meine, hat ja auch lang genug gedauert. Um ehrlich zu sein. Alles gut, aber mal gucken. Songs of Conquest kommt morgen raus, auch sehr geil. Was ist das? Müssen wir morgen zwei Spiele spielen? Das klingt ein bisschen so, als müssten wir morgen zwei Spiele spielen. Wenn das cool ist. Nicht simultan hintereinander. Rundenbasiertes Strategiespiel. Dann gucken wir uns das vielleicht auch an morgen. Ich meine, wir streamen ja morgen eh ein bisschen länger. Dann bietet sich das gut an. So, das sieht jetzt schon besser aus. Das sieht jetzt schon besser aus. Jetzt verschulden wir uns da schon wieder. Aber ich werde zumindest noch alt und weise jetzt zum Schluss. Das kann auch was. Alt und weise sein ist auch cool. Aber ich brauche dringend meine Armee. Also meine gute Armee. Das sind nur Bauern, die ich da drin habe gerade. Und die kriegen auf die Fresse. Scheiße, ey. Dass das halt auch einfach nicht geklappt hat. Dass es mir da die Bauern komplett zerfetzt hat. Ich meine, war ja auch klar, dass das passieren wird. Aber ich dachte, dass meine Armee schneller da ist. Ich dachte echt, dass meine Armee schneller da ist. Und die sind halt jetzt einfach, die sind halt nacheinander. Ich hätte einfach warten sollen. Also, ich habe gerade gespielt wie die KI. Das brauche ich gar nicht schönreden. Ich habe gerade gespielt wie die KI. Das war Katastrophe. Das war absolut Katastrophe. Ich werde jetzt meine Armee zurückziehen. Werde so tun, als wäre das alles nicht passiert und als hätte ich nicht einen Sohn dabei verloren. Und werde mich verpissen. So wie man das macht, wenn man auf die Fresse kriegt. Weil man sich echt schlecht angestellt hat. Ich habe einfach gerade... Wow! Also ich glaube, das ist mit Abstand der schlechteste Krieg, den ich je geführt habe. Heilige Scheiße. Ja, ich werde ja auch alt. Das ist wahr. Ich werde ja auch alt. Das kann dann schon mal passieren. Das kann dann auch mal passieren. Ach, kacken. Der ist ja nicht so gut gelaufen. Und wie alt ist denn der Herrscher? Die sieht aus wie eine Mumie. 78 ist noch nicht so alt. Ich hoffe aber nur, dass meine Erbin da unten, also besser gesagt die Erbin meiner Erbin da unten jetzt nicht stirbt. Das wäre scheiße. Das wäre extrem kacken. Er sieht älter aus, als er ist. Das ist wahr. Er sieht wirklich älter aus, als er ist. Er sieht wirklich älter aus, als er ist. Wie schaffst du es, die Kontrolle in deinen vielen Gemeinden zu halten? Ich werde immer von Aufständen geplagt. Tatsächlich besteht die Magie darin, dafür zu sorgen, dass deine Vasallen die Aufstände haben und nicht du.
Das bedeutet, du möchtest auf jeden Fall gucken, dass du so viele Gebiete nicht direkt verwaltest und auch nicht die Verwalter direkt unter dir hast, sondern dass die Verwalter unter Verwaltern von Verwaltern stehen. Was möchte ich damit sagen? Ich bin Kaiser und ich versuche nur Könige als direkte Verwalter unter mir zu haben, keine Grafen und keine Herzoge. Ich verleihe alle meine Vasallen, die keine Könige sind, verleihe ich an irgendwelche Könige. Und dann kümmere ich mich darum, dass die Könige mich lieben. Und wenn die Könige dann innerhalb ihrer Königreiche die ganze Zeit Stress haben und es wird ja die ganze Zeit gekämpft, dann ist das none of my fucking business, weil es nicht meine Arbeit ist, mich drum zu kümmern, sondern die des Königs. Und dann können mich können auch Herzoge und Grafen dann nicht direkt absetzen, weil sie nur ihren direkten Lehnsherrn absetzen können. Und deswegen bin ich dann safe, auch wenn sich den ganzen Tag alle in meinem Reich prügeln. Wir können nur Könige den Krieg erklären. Oder halt direkte Vasallen. Das passiert auch on a regular basis. Also ich bin nicht davor geschützt, abgesetzt zu werden. Aber man hat es dann wesentlich besser unter Kontrolle, weil dann hast du halt so 7, 8 Leute und nicht 30. Und da kümmerst du dich darum, dass du sie in dich rein verheiratest. Also das sind die Vasallen, die können keinen Fraktionen beitreten. Das sind meine direkten Vasallen, weil ich mit denen Bündnisse geschlossen habe. Sprich, meine Enkelin oder meine Tochter oder mein Sohn sind irgendwo mit deren Kindern verheiratet. Und deswegen können sie mir keinen Krieg erklären. Also wenn du einen Dude bei dir in deinem Reich hast, einen Vasall bei dir in deinem Reich hast, der wirklich mächtig ist und den du überhaupt nicht ausstehen kannst, schenk ihm eine Tochter. Dann ist es scheißegal, wie sehr er dich hasst, er kann dir nichts mehr, solange er in irgendeiner Weise deine Tochter in der Ehe drinnen hat und dadurch ein Bündnis herrscht. Ich gehe mal ganz kurz Pipi machen.